Siri und Alexa kennen ja bereits viele. Aber wer ist denn nun Nina? Dahinter verbirgt sich eine Notfallinformations- und Nachrichten-App des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz. Über sie wird deutschlandweit vor sogenannten Großschadensereignissen informiert. Gespeist wird die App unter anderem vom Deutschen Wetterdienst und dem Warnsystem MOVAS, das symbolisch für ganz Sachsen in Hoyerswerda am Mittwochvormittag freigeschaltet wurde. Wir haben eine besondere Situation. Einerseits haben wir terroristische Gefahren, auf der anderen Seite kennen wir das in Sachsen, dass wir durch Hochwasser, durch starke Winde und so weiter Unwettersituationen haben. Und da müssen wir die Bevölkerung entsprechend informieren. Und mit dem System, was wir heute freigeschaltet haben, hat jeder Bürger die Möglichkeit, sich eine App, die heißt Nina, runterzuladen und wird dann standortgenau über solche Sachen informiert. Ist eine Gefahr erst einmal registriert, kann sie der Disponent in der Leitstelle in das modulare Warnsystem eintragen und abschicken. Diese Informationen gelangen dann per Push-Mitteilung auf das Handy. Also wir brauchen ein Warnsystem für alle Menschen in Deutschland. Das bauen wir gerade auf. Wir haben sozusagen die Grundstruktur in den letzten Jahren entwickelt und jetzt rollen wir in der gesamten Fläche, eben auch in Sachsen, dieses System aus. Und an dieses Grundsystem schließen wir verschiedene sogenannte Warnendgeräte an. Also zum Beispiel die genannte Nina-App, Rundfunk und Fernsehen sind schon dran, aber wir überlegen auch andere Warnwege, andere Warnkanäle, um bei unterschiedlichsten Schadensereignissen die Menschen rechtzeitig und gut zu informieren. MOVAS erreicht binnen Minuten mehrere Millionen Menschen. Künftig sollen dann auch Navis oder LED-Wände in das System mit eingebunden werden und die Reichweite erhöhen. Besonders im Katastrophenfall ist es wichtig, dass auch Tipps für die Bevölkerung zur Verfügung stehen. Also der Bund hat in den letzten Jahren 20 Millionen Euro aufgewandt, um das System aufzubauen, zu betreiben. Wir betreiben auch weiterhin die Vollstationen in Dresden und hier in Hoyerswerda. Dazu kommen jetzt die webbasierten Lösungen. Die sind deutlich kostengünstiger. Während der Vollstandort 25.000 Euro pro Jahr kostet, kosten diese webbasierten Lösungen ungefähr ein Zehntel davon. Auch das finanzieren wir für die nächsten 2 Jahre als Modellversuch. Und dann müssen in der Tat die Landkreise entscheiden, ob sie dieses Geld dann aufwenden. Ich meine, es ist gut investiertes Geld und bei 2.500 Euro pro Jahr geht auch, glaube ich, keine Gebietskörperschaft in die Knie. Wir werden als Bund die Fortentwicklung, die technische Fortentwicklung, auch einen Großteil der Ausbildung natürlich fortsetzen und weitertragen. Denn wir haben den Auftrag, die Bevölkerung vor Luftkriegsgefahren zu schützen. Also wir müssen diese Warnsysteme auch zukünftig unterhalten. Nina steht für Sicherheit und Schutz. Denn mithilfe von ausgeklügelter Technik kann nicht nur gewarnt, sondern schließlich auch geholfen werden.